Soll ich mal das hier rein? Da ist vor 2 Stunden online gekommen. Ist eigentlich ganz gut, wenn es so frisch ist, weil dann weiß man nicht, wer es ist. Sonst bekommt man immer überall schon, wird man geleakt. So, wir rein? Ist vor 2 Stunden. Wer ist der Profispieler? Feinste Pro. Ich glaube auch in dieser geilen Halle. Diese besondere Edition hat mein Team auf die Beine gestellt. Um Profifußballer zu werden, müssen die Jungs über sich hinauswachsen. Was ist denn hier los? Weltmeister Olaf Thon hat sich für uns Zeit genommen. Olaf Thon? Das ist Timo Wieses, von meinem Kumpel Timo Wiese sein Vorbild. Olaf Thon, Chat. Um uns bei der heutigen Entscheidung zu unterstützen. Wer ist der Pro-Spieler und wer hat das Zeug dazu, sich in einem Probetraining bei einer Profimannschaft zu beweisen? Freunde, neues YouTube-Video. Heute geht's wieder. Weiß ich, was du meinst. Den Pro-Spieler. Sunlight, Liebe. Wir haben wieder richtig coole Spieler dabei und auch eine ganz besondere Jury. Aber was noch viel, viel cooler ist, wir sind hier zum ersten Mal ja bei einem Profi-Gelände. Wir sind zu Besuch bei Schalke 04. Das hat mein Partner GGM Gastro möglich gemacht. Boah, das ist ja geil. Bei Schalke? Riesen Dank, Dankeschön dafür. Und jetzt will ich gar nicht so lange labern, kommen wir direkt zur Juryvorstellung. So Freunde, mich kennt ihr vielleicht schon, ihr Fußball-Creator und Spieler bei Delay Sports. Und jetzt kommen wir zu den wichtigen Leuten. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Casey Rebel. Paolo Angelotti und ich suche den neuen EV für meinen Kickbase-Account. Casey. Nein, Spaß. Mein Name ist Casey Rebel, ich bin Rapper und auch sehr Fußball interessiert, habe auch selber mal Fußball gespielt und habe, glaube ich, auch ein bisschen ein Auge dafür. Das geht nicht lauter. So, mein Lieben, mein Name ist Agit Kavayel, Profi. Boxer im Schwergewicht, aktuell Europameister im Schwergewicht und ich werde mir heute auf jeden Fall die Fitness von den Jungs angucken und ich habe schon auf jeden Fall ein, zwei im Auge. Also wenn sie es nicht hinkriegen, sehen wir uns gleich auf dem Parkplatz. Jo, was geht Leute? Mein Name ist Kanya, wie ja, Ex-Profispieler. Ja, wegen einer Knöchelverletzung bin ich heute YouTuber und ja, mal schauen. Nein, ich weiß zur Seite, ja, ich bin, wie ihr gemerkt habt, Comedian, YouTuber, ne? Wir haben auf jeden Fall eine brutale Jury am Start und ja, wir schauen heute, wer geht unter den Jungs, sag ich mal, der Profispieler sein wird. Wir sind gespannt. Ja, ich will noch kurz reinwerfen, Kahn hat auch selber noch Mittelrheinliga Fußball gespielt, ne? Ja. In der Jugend, ja. Also es ist jetzt nicht einer, der keine Ahnung vom Fußball hat. Das jetzt hier so relevant Casey, ist, Casey war auch mit am Start, der Casey hat mit MS Özil zusammen gespielt. Müssen wir noch mal reinwerfen, also da ist schon auf jeden Fall Fußballexpertise da. Ich habe heute aber noch ein Moderator des Ganzen dabei, der, glaube ich, auch noch mit die meiste Fußball-Expertise hat. Und den stelle ich euch jetzt erstmal vor. Magst du dich eben mal für die Leute? Casey wäre auch mal fast Profi geworden, hat sich aber dann mal mit dem Schiri angelegt. Olaf Thon! Fußballlegende neben mir. Ja, mache ich gerne. Wir haben ja da hinten die Zuschauer. Ich glaube, schön, dass ihr da seid, sonst wäre es ja richtig langweilig. Thomas, Habnix und Bobby, lieber. Natürlich die professionelle Jury und... Hier haben wir Mords, bitte immer Olli. Ich habe mich gerade auch mal vorgestellt und alle kannten mich natürlich. Ja, ich bin der Olaf Thon, habe gespielt bei Schalke 04 und bei Bayern München. Und ganz als ich anfing, hier in Gelsenkirchen bei der STV Horst Emscher. Und heute habe ich das Vergnügen, hier mit herauszufinden, wer denn der Profi ist. Und ich habe schon eine gewisse Vorfreude. Danke dir, Olaf. Also Olaf hat natürlich noch ein richtig gutes Auge für, wird uns da hin und wieder mal die Tipps reinwerfen. Ey, Melina, hast du schon wieder ein Auto eigentlich? Ohne Witz, es ist jetzt kein Witz, ich verdurste, ne? Wir haben nichts mehr zu trinken hier. Ich habe heute Katzenfutter geholt, ich habe dich angerufen, du bist nicht rangegangen. Es gab das richtige Katzenfutter nicht mehr, da habe ich irgendein anderes genommen. Habe mich da, glaube ich, übertrieben abziehen lassen. Eine Packung hat 2,19 Euro gekostet, aber ich dachte mir, komm, scheiß drauf. Habe die dann geholt, du bist nicht rangegangen, das geht auf deine Kappe. Und dann habe ich in der Hektik vergessen, mir Getränke zu holen. Ich habe momentan hier nichts da. Ich habe auch kein Vitamin mehr. Will jetzt auch gar nicht zu lange labern, kommen wir direkt zur Spielervorstellung. Melina und ich ziehen in 3 Wochen zusammen, Chat. Ich habe mir jetzt Vita weggeholt, wo ich nicht weiß, wie lange es ist. Wie lange es kann. Und ich habe mir einen Orangensaft geholt. Der war mal einen Tag, ich habe den getrunken beim Frühstück. Da war er einen Tag lang draußen, im Warmen, in der Sonne. Also da war so ein bisschen Sonne, der war auch warm. Da habe ich mir, was machst du jetzt damit? Schade drum. Habe es dann wieder in den Kühlschrank gestellt. Und jetzt trinke ich den wieder, 2 Tage später. Das ist okay, oder? Ist es schlecht? Nee. Ein bisschen Niki-Vibe schreiben sie hier. Janik, dann will ich jetzt Mods, jemand ohne raus. Wo spielst du? Ternana? Jonat Ibrahimovic. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin der ältere Bruder von Arjen Ibrahimovic. Und spiele derzeit in der Serie B, die italienische zweite Liga, bei Ternana Calcio. Hallo zusammen, mein Name ist Pedro Henrique, ich bin 22 Jahre alt, ich spiele bei Freiburg weiter und ich bin Sturm. Ich glaube, Pedro ist ein Macher, aber ich glaube nicht, dass du bei Freiburg 2 spielst. Boah, aber der sieht übertrieben athletisch aus. Boah!
Hallo, mein Name ist Marc Bendig. Ich bin 21 Jahre alt. Marc! Ich spiele bei Schalke in der U23 und spiele im zentralen defensiven Mittelfeld. Was ist Schalke U23 Regio? Sieht aber irgendwie nicht aus wie 23. Ist es hier in Köln? Ist es hier in Köln-Dings da? Mit Köln-Tattoo. Schalke mit Köln-Tattoo. Ja, hallo zusammen. Ich bin Khalil. Ich spiele bei Viktoria Köln. U17, ich bin 16 Jahre alt und ja. Ich schwöre, sowas kann immer sein. Viktoria Köln, also U17 ist B-Jugend, kann sein, kann sein. Ach, meine Position ist Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger auch, macht er clever. Baris, also, danke für deine Zeit. Ich bin Jano Zimmerling, bin 20 Jahre alt und spiele bei Rot-Weiß Essen und bin 8er. Ich sag, der ist Abonnent. Ich bin Lukas Dick, bin 16 Jahre alt. Du bist hundertprozentig Abonnent. Lukas, hä? Luke. Und spiele Rechtsverteidiger in der U17 von Arminia Bielefeld. Opa, 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 opa. Ey, 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 ey. Boah, ich schwör's dir, das ist gar nicht so einfach. So vom Aussehen her könnte es wirklich alle sein. Hi zusammen, ich bin Costa. Außer Pedro. Ich sag, Pedro ist es nicht. Also er hat auf safe gelogen. Er wird richtig gut sein, aber er spielt, glaube ich, nicht bei Freiburg. 25 Jahre alt, spiele bei 96 für die U23. Und bin 6er, 8er. So, Freunde, wir gehen jetzt auch nicht immer nach dem optischen Eindruck, aber für den Moment müssen wir uns ja auch gucken, wer es so rein optisch sein könnte. Welche zwei, Agit, guck mich mal so an, welche zwei gefallen dir am besten? Welche zwei gefallen mir am meisten? Also der Freiburg-Spieler gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil ich habe auch, wie gesagt, ich trainiere sehr, sehr viel mit Profispielern zusammen. Ich habe sehr, sehr viele Profis mitbegleitet in ihrer Karriere. Ne? Ja. Freunde von mir haben selber als Profis gespielt. Vielversprechende Truppe, finde ich auch. Sind alle. Er hat auf jeden Fall die Statur dazu, ein Profi zu sein. Mich hat halt das Alter ein bisschen irritiert. Er ist 22? U23 ist er bei Freiburg in der dritten Liga. Könnte sein, könnte möglich sein. Ach, dritte Liga spielen die ja sogar. Das ist nicht mehr Regio. Dritte Liga, dann wäre er ja Profi. Aber ich lasse mich erstmal so von. Ja, müssen wir uns auf jeden Fall mal erstmal anschauen, ne? Hast du noch jemanden, der dir gefällt? Ja, der. Bin gerade reingekommen, sitzt da Casey Rebel, ja. Der Mann ist in der Jury. Hinten, ich glaube, das ist hier Rot-Weiß Essen, ne? Der sieht auch so flink aus und. Ja, so ein Spielmacher. Aber werden wir ja sehen. Ja, bei mir auch. Vorne der junge Mann, ne? Luca und Kem lieber. Kaliska, gefällt mir sehr. Optisch gesehen. Kaliska Kopie, ich schwör's dir. Ja, ich schwör's dir, 1:1. Ne? Auch so, dass er halt, sag ich mal, diesen Akzent hatte, ne? Und nicht richtig Deutsch gesprochen hat. Das hat mir so ein bisschen so, ich weiß nicht, dieses Gefühl gegeben, ey, der kommt aus dem Ausland. Der ist brandgefährlich, ne? Rechts der Bruder von Ibra. Ich meine, der kommt aus einer Fußballerfamilie, ne? Wer weiß. Sieht auch sehr, sehr interessant aus. Und eigentlich war ja zuerst nicht interessant. Wir haben ganz hinten links, ich glaube, das war Khalil, ne? Ich weiß nicht warum, seine Waden, die sehen sehr gefährlich aus. Kannst du mal die Waden zeigen? Die sind brutal. Ich seh, und 16 Jahre aus dem zeigt seine Oberschenkel sogar. Also wenn du mit 16 Jahren solche Beine hast, ne? Das heißt schon was. Der 16, starke Beine. Jane. Casey, was sagst du? Okay, ich spring dann, ich mache direkt einen Übergang. Ich finde auch den Khalil sehr interessant, den Costa. Und ich habe eine Frage an dich. Ja, wenn gerne. Er zum Beispiel, er sagt, er ist der Bruder von Ibrahimovic, könnte das jetzt auch einfach eine Laberei sein? Oder? Alles könnte Laberei Ach sein. Ach so. Also die schlüpfen auch richtig in Rollen. Die könnten eine Rolle schlüpfen. Er könnte ja zum Beispiel auch kein Bruder von 42 Monate, Alter. Ibrahimovic. Einfach ohne Nachricht, einfach so reingesappt. Ich weiß. Also Arjan Ibrahimovic. Aber ja, genau, ich weiß. Kann auch der Cousin sein. Aber auf jeden Fall rechts Costa, links Khalil, in der Mitte, aber das ist für mich auch irgendwie so zu einfach. Nicht. Aber er meinte Ibrahimovic schon Bayern oder nicht? Ja. Aber ich verstehe nicht, warum sagt man das dann so? Ich sag, das wäre für mich schon ein Grund, komplett rauszuwählen. Zu einfach irgendwie. Der erste Blick, er sieht wirklich aus wie ein Fußballer. Ich möchte lieber ein bisschen auch noch sag mal, wenn man, was die drauf haben. Weißt du, ich will rauskloppen. Das ist der in den hinteren Reihen. Die stellen extra die nach was aussehen, so weißt du, in die vordere Reihe. Weißt du, der scheint trüb. Es ist einer aus der zweiten Reihe. Alle wollen uns ja davon überzeugen, dass... Ja, und ich glaube, es ist einer aus der zweiten Reihe. Marcelini und Eiskalter, lieber. Du bist ein Fuchs. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber mein Call wäre auch unser Taliska. Nein, das wäre zu einfach. Unser Pedro. Aber der gefällt mir gleich sehen. Gut. Wir hatten oft die einfachen Spieler waren die richtigen. Ach so. Ibrahimovic. Ja, okay. Story klingt erstmal richtig. Aber geil, wir machen es so wie beim letzten Mal. Ich bewerte nur
nach fußballerischer Leistung, nicht nach Story, okay? Story, ich kenne die alle so, die können sagen, das ist Cristiano Ronaldo, so, keine Ahnung, das ist deren Cousin und so, ist mir alles Wumpe. Ich bewerte nur fußballerisch, weil das macht es ganz interessant, wo ich sage, okay, das wäre für mich, weil das ist besser. Stell dir vor, da ist dann einer Profi und du würdest ihn eher rauswählen als jemand, der irgendwie Oberliga zockt oder so. Das ist besser. Super sein. Ja, Mann, das stimmt. Bruder wechselt nach Italien. Das stimmt. Er geht nur der Khalil, der sieht nicht aus wie 16. Das ist auch nur so ein Problem. Wir werden es auf jeden Fall gleich anhand der Leistung sehen. Erste Challenge ist immer so, worauf. Da sind die Jungs auch vorbereitet, die Brief 5-Shot-Challenge. Damit fangen wir in der Regel immer an. Und auch heute, deshalb wünsche da ich sieht man immer sehr viel. Der 5-Shot-Challenge. 5-Shot-Challenge sieht man immer viel. Erster Kontakt, Schuss, so generell. Let's go. Ibrahimovic, wenn du ready bist, kannst du starten. 11 Meter. Jetzt bin ich gespannt, Bruder. Enttäusch uns nicht. Tschüss, Alter. 1 gegen 1, erst 1 gegen 1. Ist auch geil, dass es eine Halle ist mit großen Toren, Digga. Das ist so geil. Mit dem anderen Ball? Mit dem zentralen Ball, genau. Und dann die Freistöße. Serie B spielt der. Der hat aber Power, Bruder. Ja, Maximum Geldkraft. Ja, stark. Oder der ist heftig. Ich weiß nicht, der ist sehr, krass. Sehr, sehr gut. Ich war. Man erwartet das gar nicht. Ah! Nee. Wobei, ich weiß nicht, welche Position er war. Ah, ich glaube, er hat Mittelfeld gesagt. Letzter Ball kommt noch. Ob. Da geht es. Aber, aber sein linker Fuß ist Quatsch, glaube ich. Boah, stark. Oder er macht das Tor fast kaputt. Okay, er hat auf jeden Fall einen Bums. Er hat einen Wumms, ne? ZDM. Aber jetzt unabhängig vom Wumms, was mich jetzt beeindruckt hat, war so die erste Annahme, die ist immer sehr wichtig. Ja, war schon gut, war schon gut. Auch schön vorgelegt. Aber sein linker ist so schwach. Ja, ja, plus eins, guck mal. Er hat Ahnung. Das siehst du direkt. Bruder, Serie B, da muss der linke, du musst was drauf haben mit dem Ball annehmen wenigstens, auch als Sechser. Linker ist so schwach. Der hat den falsch erwischt, glaube ich. Ich will jetzt nicht groß reden, ne? Aber ich hätte das besser gemacht wie der. Meinst du? Ja, 100%. Ja. Oder ich jetzt bin ich mal gespannt auf wen. Ich mach mit, Alter. Mir ist scheißegal. Ich bin der Profi. Wie viel Tore hättest du gemacht? Sei mal ehrlich, was glaubst du? Wie viele Dinger? Ist der ein guter Torwart? Torwart ist schon gut, ja. Zwei. 11 Meter hättest du gemacht und 1 gegen 1 hättest du auch gleich. Freischüsse, ein vielleicht. Bruder, normalerweise um 3 muss man eigentlich. Gut kicken. Ich weiß, Bruder, ich glaub dir. Ja. Also was mir auf jeden Fall schon mal nicht passiert wäre jetzt zum Beispiel diese zweite Annahme. Aber Casey, der hat wirklich früher relativ hoch gespielt, oder? Hat er nicht mal in einem Rap-Song von sich gesagt, dass er zusammen mit Özi gespielt hat? Oder? Ich weiß aber nicht, ob es gelogen war oder ob ich das falsch im Kopf habe. Hier so Halbschuhe mit Knie so. Das war komisch, ja. Okay, Pedro. Ja, Brot-Weiß Essen. Den macht er sehr, sehr gut. Boah, Digga, der sieht so athletisch aus. Boah, das war ja okay. Das war sehr, sehr stark. Sehr schnelle Beine. Freiburg, dritte Liga-Chat. Langsam, ruhig. Dritte Liga. Stark. Ruhig. Zeit. Du hast Zeit. Time. Ja, ja, ja. Go, ja, jetzt. Ja, das, nice, ja. Nice. So ruhig jetzt auch wieder nicht. Go. Boah, stark. Vier. Jetzt. Ein noch. Ja. Der ist gut, Mann. Der Ball ist platt. Ist er aufgeregt? Der Ball ist platt. Ich weiß nicht. Ja, kann aber passieren. Nein. Was war jetzt dieses zweite Annahme? Nein, der Ball ist platt. Den hatte ich auch eben. Der ist platt. Der Ball platt? Der ist tot. Ja, der ist tot. Wie heißt der gerade? Kannst du den mal sehen, den Ball? Den hatte ich eben. Der ist tot, ja. Wir haben aber noch anderen noch da. Ja. Aber trotzdem. Der ist echt ein bisschen platt. War gut, sehr, sehr gut. Stark. Gut so. Ab zu was mich gestört hat, war extrem der Touch von ihm. Weißt du, das war aber... Aber Bruder, warte mal. Ja, der Ball war platt. Meinst du den letzten Touch? Ja, da kann er nichts dafür, der Ball war platt. Okay. Hier, haben die bestätigt. Okay, ja. Weil ich hab den eben... Aber Bruder, auch, ich sag geschossen. Sorry, aber auch einen Plattenball kannst du ein bisschen kontrollieren, weißt du? Ja, ja. Okay, Bruder, guck mal, du bist doch Profiboxer, ne? Jetzt stell dir mal das Format vor, wir machen das einen Boxer. Ja, ich weiß, was du meinst. Wir würden den Profiboxer suchen nach Mosk. Wenn du jetzt 3 Challenges machen würdest, wärst du nervös? Sei mal ehrlich, wenn du jetzt weißt, dass... Eigentlich nicht, weil ich würde einfach so... Du würdest sagen, Alter, das ist... Mir egal, ich bin doch sowieso ein Profi. Genau, das sind halbe Hemden, ich bin Profi. Warum bist du... Aber der Torwart, ja, man weiß es nicht. Er sagt, vielleicht macht der erste Mal bei so einem Format mit Kameras, das ist der Schalker, ne? Aufregung. Dann müssen wir zweite Runde gucken gleich. Das ist der Schalker, ne? Er hat Heimspiel hier. Er hat uns die Halle aufgeschlossen. Marc Forster. Marc, Schalke U23. Jetzt bin ich gespannt, hau rein. Schalke U23 mit Köln-Tattoo. Links oben. 1 gegen 1 erst. Hast du vergessen? Wieso vergessen das alle? Gute Waden. Gut, ja, okay. War easy. War okay. Der ist sehr gelassen. Ja, guck mal, wie gelassen er ist. Guck mal, wie gelassen er ist. Ne? Das wirkt schon anders. Und wie seine Aktion aber trotzdem zieht. Das ist ein Sechser. Das ist ein Sergio Busquets. Gelassen. Schön ruhig. Er macht das schon gut. Muss man sagen. Guck mal, links oben. Der ist nicht der läuft nicht verfußballert, sorry. Ja. Hat einer trotzdem geschrieben. Der ist schön ruhig. Ich mag diesen Laufstil, das entspannt mich sogar viel mehr beim Zugucken. Floppy Pop, dann kommt das ab.
Stark. Sehr stark, Marc. Jetzt welche Position spielt er? Jetzt bin ich gespannt, weil Sechser. Ja, muss kommen, muss jetzt kleben. Ja, top. So, das ist. Ja, top. 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 Das ist Fußball, Marc. Sehr, 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 sehr stark. Ist jetzt aber kein Schrottspieler dabei. Nein, nein, nein. Drei müssen weiter. Nee. Ist jetzt von alle so. Fall, aber das sieht nicht nach Schalke aus, der ist zu gut. Nein, der ist auch sehr, sehr ruhig stehen, ne? Der weiß gar nicht, der ist Sechser, ne? Aber hören die Spieler eigentlich die Jury? Nein, nein. Ich war jetzt auch schon zweimal in der Jury, man ist schon relativ weit weg. Und die Mikros sind übelst, also die reden, also wir haben nicht so laut geredet. Uns konnte man auf jeden Fall nicht hören. Ich denke mal, das ist bei denen so ähnlich von der Entfernung, von der Kamera und so. Man hört die so ein bisschen nuscheln, aber nicht, was die sagen. Der war nicht so krass. Nein, der erste war nicht so krass. Oder der erste, der war schon nicht so krass. Ja, hat zu gut für Schalke. Ich dass er Snooze drin hat, deswegen so ruhig war. Meinst du? Dreimal in der Fähre, danke für das Sub. Lass uns die nächsten dreimal noch angucken, aber der Junge ist auf jeden Fall sehr, sehr, der bringt schon ein anderes Potenzial mit, weißt du, der ist schön ruhig. Ah, den habe ich gecallt, ne? Ja, das war dein Call. Das kann sein, so, Außenverteidiger, war das... 16 Jahre alt. 16 Jahre alt, Außenverteidiger. Das kann immer sein, sowas. Ja, ne, angeblich 16. Okay, Khalid. Von Viktoria Köln, mach fertig. Nee. Bruder. Nee. Er ist 1 gegen 1 gegen 1. Bruder, guck mal. Er wollte Show machen. Ja. Angeber. Das waren mal gute, schnelle Beine. Das war gut. Nein. Aber der Buch. Du hast ihn schon abgeschrieben, ne? 100%. 100%. Warte. Okay. Ein Ball kommt noch, Elli. Rechtsverteidiger. Ja, guck mal, der Touchback. Oh, der Touch war so stark, ey. Keine guter Touch. Es ist halt voll schwierig, sowas zu bewerten nach einem Durchgang. Da kann man immer mal verkacken. Aber wenn man jetzt rein vom Fußball drückt, da fand ich bei den anderen sah es ein bisschen clean aus. So ein Lüpfer in die Mitte, okay, das sah aber schon sehr komisch aus, finde ich. Mit einem linken, ich weiß nicht, wo Viktoria Köln spielt, B-Jugend. Entweder Regio oder Bulli, weiß ich nicht. Aber da wirst du, ja. Und er ist halt auch relativ jung. Okay. Wenn dein Ego sagt, ich fand seinen Touch nochmal, der hat da noch ein bisschen was rausgesehen. Ja, oder, schwierig. Sein Touch hier Bundesliga war spielt Viktoria Köln B-Jugend, ja dann. Ja, schon waren die so in den Schüssen und in den Aspekten. Die waren gut, Bruder. Nein, die waren immer noch gut. Guck dir mal von Dings an, von Basel. Das ist aber auch Verteidiger, ja. Aber Bruder, du bist von Basel. Aber Bruder, schon ein kleiner Basel und Viktoria Köln. Bruder, er sagt ja 16 Jahre, wow. Also da gibt es Leute, die wirklich wow sind. Ja, natürlich gibt's, aber Bruder, vielleicht hat er so RV-Verteidigungsstärken. Ich will nicht zu früh urteilen über den, weißt du? Lunox, liebe, danke für 5. Für 16 Jahre, Bruder, wenn du den so runterpflücken kannst, das ist schon nicht schlecht. Nicht Bruder, vergiss nicht, ne? Es gibt sehr, sehr viele so Freestyler. Früher, wenn ich auf YouTube diese Freestyler geschaut habe, habe ich mir immer so gesagt, so, der kann so krass tricksen, warum ist er kein Fußballer? Na, das Quatsch, gedacht, das ist Quatsch. Ja, ne, darauf musst du jetzt nicht achten. Nein, ein Touch, okay, war krass, aber... Ja, werden wir gleich sehen. Aber er hat aber recht, weißt du, weil er 16 Jahre alt, weißt du? Das aber macht auch Bruder, den Braten nochmal. 16 Jahre alt. Aber ich sage auch, Kahn hat ja auch recht, Bruder. Also, es gibt 16-Jährige, die sind Top-Talente, wo die krass sind. Profi ist Profi. Guck mal, einen. Ich glaube, im Profibereich, ich glaube nicht, dass jemand darauf achtet, der ist 16, dadurch hat er einen Bonus. Das heißt, entweder ist er mit 16 schon so weit, Profi zu sein. Eine. Oder nicht. Das Einzige, was ihn hier so Dings schmackhaft macht, ist, dass er 16 Jahre alt ist. Alles andere nicht. Ja. Okay, wir gucken mal, Giuliano Rot-Weiß Essen, erste Mannschaft, ich bin schon gespannt. Ja, wir können dem vielleicht einen Managementvertrag hinlegen, aber... Giuliano, feuerfrei, Junge. Sechser ist der. Ja, gut. Sehr gut. Aber der war bei mir, ich muss euch jetzt eine Sache sagen. Boah, stark, Junge. Ah, sehr trocken. Ja, aber ich hätte mir ein bisschen... Das war doch jetzt, der hätte auch ausgeschossen. Genau, er hätte ausgeschossen. Nein, er kann, wenn er will, kann er auch früh schießen. Ja, das ist seine Sache. Ach so, okay. Der ist einfach, Bruder, das meine ich. Aber Bruder, er hat ein bisschen Bauch, ja? Ja, das... Er hat ein bisschen Bauch. Ich hab vorhin, als er stand, plaute schon raus. No, mein Call. Er ist halt ein bisschen Bauch. Ich schwöre, ich finde die bis jetzt alle gut. Ich finde die bis jetzt alle stabil. Aber trotzdem, Götze hat auch Platz. Was redet ihr, Bruder? Götze. Ich will den Weltmeister haben. Eben Hazard, Bruder. Ich will den Champion. Du hast aus dem Ayrton gemacht. Ja, aber der Junge kann ich auf jeden Fall kicken. Aber jetzt kommt einfach raus. Nein, die lässt wieder. Ich sag, die spielen alle relativ hoch. Aber halt nur einer Profi. Oh, Digga, schöner Schuss. Bei meiner Folge war das so trojanisch, ich schwör's dir. Einer war Profi und die anderen alle Regio, Jugendnationalspieler, Oberliga. A-Jugend früher Bundesliga gespielt und jetzt sucht er einen neuen Verein, aber zählt nicht als Profi. Digga, bei mir war das so verwirrt, ich schwör's dir. Das war so verwirrt bei mir.
Guter Schuss. Macht er gut, macht er gut. Sein Durchgang war... Er macht es ein bisschen sehr... Also, sehr also die erste. Weißt du, der ist der Achter, ne? Hat er gesagt? Genau. Der hat diesen Fokus, der ist wild. Das ist Giuliano, ne? Was ist der? Der ist wild, der hat Fokus. Ja, ja. Also, der fackelt nicht viel rum, und der macht nicht diese Linie. Der aus seiner Folge hat Profivertrag bekommen in Polen. Ich habe schon mitbekommen. Richtig. Der war aber auch echt gut. Ich schwör's dir, der war wirklich gut. Weißt du, oder? Ist richtig? Oder Rot-Weiß Essen? Nee, Rot-Weiß Essen, erste Mannschaft. Der erste Mannschaft, Rot-Weiß Essen. Oh, Bro, das ist machbar, Bruder. Dritte Liga? Hä? Dritte Liga ist schon gut, Bruder. Aber wir dürfen jetzt nicht sagen, dritte Liga ist Schrott. Ich sage niemals, Bruder. Niemals. Weißt du, was mich bei denen nur stört? Niemals. Wo ich sage, deswegen kann es nicht sein, wegen Größe. Viele, ja, viele schaffen es nicht wegen der Größe. Aber er macht es schon mal auf jeden Fall sehr sauber. Clean. Wir müssen jetzt mal weiter. Auf jeden Fall, den schmeißen wir die Runde nicht raus. Okay. Ja. Lukas, wenn du ready bist. Das kann auch sein. Ja. Der ist Rechts- oder nee, Rechtsverteidiger bei Bielefeld B-Jugend. Passt. Und er ist übrigens Sub im 17. sage ich. Schießt gut, Bruder. Er hat eine gute Schusstechnik. Schön. Bruder, guck mal. Sehr gut, Lukas. Okay. Jetzt verstehst du mich. Warum ich bin bei dir. Weißt du? Bist du warum ich sage ich das? Jetzt habe ich schon genug gesehen. Er sieht aus wie ein Sub im ersten. Bruder, und er hat nach links oben geguckt. Er hat nach links oben geguckt die ganze Zeit. Hat mal rechts geschossen. Er macht diese Spielchen auch noch. Aber das ist trotzdem besseren Weakfoot. Trotzdem besseren Weakfoot als. Ey, wen sollen wir jetzt rausfinden, Bruder? Das ist ich hab also. Stark. Sauber. Ja, gut, nimmst du nochmal mit. Super. Gut gehalten, aber auch der Unterschied, Bruder. Warten. Die Rallye war groß. Natürlich, oder? Ja, war riesig. Maximal ausgebildet. Ja. Maximal hat einfach so alles mit Wucht gemacht. Er wollte einfach alles so kaputt machen. Er war intelligent, hat noch ausgeguckt. Boah, ist echt nicht einfach. Erster Durchgang. Weißt du? Gute Schusstechnik. So, man muss ja fußballerisch bewerten, ne? Hätte ich nicht gedacht, sage ich ehrlich. Hätte ich gedacht, da fand ich den einen mit dem, also der eine Weakfoot links, so also rein fußballerisch, scheiß auf die Story, das, die waren alle nicht schlecht, da würde ich eher ihn, auch wenn sowas mal passieren kann, aber ist ja schwierig, ne? Wir sehen ja nur das. Ja, guck mal, ich habe ja zwei, drei Folgen von dir geguckt. Dann Kazan und Luigi, dank des Subs. Da hat man das ein bisschen gemeint. Aber hier ist ein bisschen schwieriger, ne? Ja, hier ist alles sehr enge Leistungsdichte und unterschiedlichste Typen. Bruder, wir haben einen, erste, dritte Liga. Kann man hier rauchen? Echt? Ich sag euch eine Sache. Na, auf jeden Fall gerade nicht. Als sich alle warm gemacht haben, ne, hat er Motherfucker-Übungen gemacht. Motherfucker den Übungen. Ich ja, schwöre auf alles. Er hat aber richtig Akrobatik gemacht. Aber könnte er so ein Fitnesstrainer sein, so ein Personal Coach? Bruder, vertrau mir. Ich hab euch das letzte Mal. Hat er mit Fußball nichts zu tun? Ich sag mal, Handballspieler. Der ist zu breit oben. Der ist zu breit. Guck mal, was der Rücken der hat. Costa. Hier ist Hannover. Ist time to shine. Let's go. Stop that. Der ist da nicht breit. Oh. Ja, okay, macht er gut. Stark. Doch, der ist gedacht. Jetzt. Ja, schön, Costa. Gute Bewegung. Sehr, sehr schwer. Der war schon super, Ball. Super linker Hilfe. Ja. Wallah, ihr habt aus dem einen LKW-Fahrer gemacht. Ich hab das gut. Ja, okay. Ein Ball kommt noch, Costa. Ein Ball kommt noch. Einmal habe ich was gesagt, hat er direkt reingeschossen. Ist der links oder rechts Fuß? Gut, Costa, sehr, sehr gut. Also ich würde den nicht rauswählen. Ich auch nicht, ich würde den auch nicht rauswählen. Ach, das war's schon? Wir haben alle gesehen. Ich habe nur einen. Jetzt wählen wir schon einen raus. Ich habe nur einen. Zwei, Bruder. Ich habe nur einen leider. Zwei wählen wir raus. Zwei auf einmal jetzt direkt, ja, ne? Aber den ich würde einen rausnehmen, der nicht mal schlecht war, aber seinen Bauch stört mich. Oder Giuliano sein. Nein. Dritte Liga? Nein. Ich sag auch, ich sag Rot-Weiß Essen raus und ich sag Viktoria Köln raus. Ich sag Rot-Weiß Essen und Viktoria Köln. Sorry. Wie, der hat doch... Giuliano? Einfach vom ersten Ding her, auch wenn die nicht schlecht waren. Was soll ich machen? Mach mal T-Shirt hoch. Oder was redest du? Aber jetzt zieht der ein. Was redest du, Bruder? Nein, das ist einfach stabil. So. Sorry, nein. Alles gut. Das Shirt sah anders aus. Der Arme, die dachten, der wäre dick. Nein. Das sah so aus, als hättest du... Der hat Sixpack-Ansatz, die denken, der ist dick. Glaubst du, aber du hast... Das ist geil, lieber. Das ist der ganze. Kann man den... Nee, aber es ist guter Bauch. Ich sah von hier scheiße aus. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zwei rauswählen. Ja, ich fange mal mit den stärksten an. Wer mir am besten gefallen hat, war fanden Marc und Lukas. Also Lukas ist mein Top-Favorit von allen. Hätte ich nicht gedacht, sage ich ehrlich, Lukas, weil so vom Optischen, alle Jungs sind viel kräftiger, stärker als du. Aber technisch warst du für mich mit der Beste. Arminia Bielefeld traue ich dir jetzt auch zu. Und auch Marc hat mir... gut gefallen auf jeden Fall von Schalke, weil er so einen ruhigen Bewegungsablauf hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Den einzigen, ich habe ja diesen Vergleich 16 und 16 mit Khalil und Lukas, da fand ich Lukas einen Ticken stärker. Deshalb würde ich den anderen 16-Jährigen rauswählen mit Khalil. Aber danach, boah, ich hätte erstmal einen Kandidaten, den zweiten, ich werfe mal den Ball zu Kahn rüber vielleicht. Guck mal, die drei Besten sind Marc, Giuliano, Lukas. Und wer von mich dann leider... Marc?
schlecht war, wo es nicht gereicht hat, Khalil und Costa. Nee. Costa? Costa bleibt drin. Ja. Costa? Costa, der gerade zum Schluss war. Ja. Der zweite Runde war stark. Was? Oh, die Runde war schon aber stark. Ich fand die anderen besser. Wo streichst du? Wen soll ich jetzt für Costa rausmachen? Ja, schwer. Also guck mal, mir hat auf jeden Fall der Rot-Weiß-S. Wer soll denn für Costa raus? Also, Giuliano hat dir gut gefallen. War gut. Und der 16-Jährige ist auch sehr, sehr stark. Brutal. Der Einzige, wo ich mit dir auf jeden Fall mitgehe, ist Khalil. So, Khalil, hast du auch Khalil gesagt? Khalil natürlich. Ja. Okay, da sind wir uns einig. Aber er ist 16, ne? Ja, nicht, dass wir jetzt den Profi rauswählen. Ich habe auch die Sorge, dass er 16 Jahre alt. Oder mit 16 muss schon so Qualitäten bringen. Glaub mir, ne? Mit 16, glaub mir, alle Augen sind auf dich. Oh, ich krieg schon wieder selber eine Werbe von Vodafone gedrückt. Ich bin überrascht von Chris, danke für das Sub. Von dem anderen 16-Jährigen. Weil er sieht für mich als Verteidiger eigentlich zu schmächtig aus, aber hatte auf jeden Fall einen Wumms. Ich bin ein bisschen enttäuscht weiß, aber, von Ibra, weil diese Bruder-Story hat erstmal so, okay, was kommt da jetzt? Waren die Abschlüsse jetzt nicht so krass? Ja, so diese Bruder, ich bin der Bruder von Ibrahimovic, so. Weiß nicht, warum man das von sagt. Talisca bin ich auch ein bisschen enttäuscht, Talisca, weil er krass... Wir haben Pedro zu Talisca Leonard. Leonard? Achso, ich sag dir ehrlich. Pedro. Guck mal. Pedro, ja. Das war das, wenn ihr Costa, er sieht auf jeden Fall krasser aus, ich wie er performt hat. Wenn ihr Costa lassen wollt, ne, dann müsste man Pedro rausmachen. Pedro ist zu krass. Also er war dafür auch... Also der sieht krass aus, aber... Er war nicht schwach. Weil wir haben, glaube ich, schon mal einen gemeinsamen Nenner und das ist, glaube ich, Khalil. Ja? Ja. Sollten wir uns vielleicht... Ja? Willst du was sagen? Ja, warte, ich gebe dir ein Mikro. Hey, komm. Ich bin Libanese. Ich war richtig nervös. Ich stehe zum ersten Mal vor einer Kamera. Und ich glaube, dass ich 16 bin, kann ich auch danach zeigen. Aber ich war so nervös, war ich noch nie. Aber wie ist es denn, Bruder, wenn du U17 Bulli spielst? Wenn du U17 Bundesliga spielst, dann warum bist du dann nervös, wenn du eh der Profi bist? So? Da würde mich doch auch nicht jucken. Ich würde auch so rausmachen, tut mir leid. Aber wie gesagt, ich bin Rechtsverteidiger und meine Stärken sind halt Abwehr. Das stimmt. Und ich würde sagen, keiner kann keiner an mich vorbei herankommen. Deswegen würde ich sagen, Stärken sind so nicht mein Schuss. Ich bin halt der Powerschuss, aber so. Das wäre jetzt lustig, einer so 1-1 gegen ihn machen. Er hat gesagt, keiner kann. Jetzt soll ja ein 1-1 gegen ihn. Das war echt sein. Ich habe euch eben gesagt, ne? Was, wenn der defensive Motherfucker ist? Und kein Ding zu verarschen. Digga, Bruder, ich hab der ist gut, der ist am Treffen, ne? Vielleicht bist du zu verarschen, ne? Ich hatte noch nie so Entscheidung, Digga. Aber guck mal, ich sag dir nur eine Sache. Das Problem ist, die beiden feiern sich gerade immer, aber ich sag dir nur eine Sache. Ja, bin ich auch voll bei dir, aber am Ende des Tages, als Profispieler musst du mit Druck umgehen können. Ja, ja. Weil ich meine, du bist Profispieler, weil wenn du bis hier oben hingekommen bist, oben wird es ja noch dünner die Luft, weißt du? Und nee, ich denke einfach, du musst abliefern. Weil ich sage einfach, der Junge kickt gut, ist ein guter Kicker, ist sehr, sehr robust. Ich denke, der wird sich auch noch weiterentwickeln, aber jetzt sehe ich ihn nicht mit drin. Weißt du, was wir machen können? Münze werfen. Ja. Khalil verteidigt, Ibra greift an, muss einmal vorbei. Und noch ja, ja. Von den beiden. Einen. Boah, stark. Eine Runde. Eine Runde. Sollen wir zwei Stechen machen? Jeder eine Runde, Khalil gegen Ibra und Giuliano gegen... Lukas. Lukas war doch dabei. Lukas. Bro, die Wunde ist gegen Talisca. Gute Zocker dabei. Komm, lass machen. So, ja. so dann sind wir uns sicher. Dann sind wir uns, dass wir mein Bruder, Elfmeter, das ist scheiße. Freischuss, Elfmeter. Eine ist defensiv stark, eine ist offensiv stark. Ja, fangen wir mit Khalil an. Auch, ne? Jeder ein schnelles Duell. Die vier jetzt. Ist mein erster Kontakt? Quatsch. Jetzt sind wir gespannt. Mal gucken. Keine Chance. Also keiner kommt an mir vorbei. Boah, Bruder. Ey! Oh, Verletzung. Hey! Aber weißt du, was mich hier schon stört? Ich würde ihn auch gerne ein bisschen weiter sehen, aber guck mal, der Ball, er nimmt ihn nicht nach vorne mit, sondern er stoppt ihn. Ja, sorry, Chat, ich muss auf sowas hier achten, wenn wir schon bei so einem Format mitmachen. Eigentlich bin ich nicht so pingelig. Aber seht ihr das? Mal gucken. Keine Chance. Also keiner kommt an mir vorbei. Boah, Bruder. Oh. Die Annahme ist es. Bist du bereit für noch eine Runde? Mach den sein Format. Okay. Also, wirklich alles okay? Ansonsten niemand anderes, jetzt, ne? Okay, jetzt, Khalil, jetzt will ich erst den Kontakt sehen, Bruder. Nicht so aggressiv. Aufpassen, Khalil. Wieder Quatsch, ich weiß nicht. Sauber verteidigen. Freiburg 2. Niemals dritte Liga, sag ich. Nur von dem, was ich sehe. Das hört sich immer so scheiße an, weil die alle tausendmal besser sind als ich. Aber ich habe auch für sowas. Ich bin Trainer. Ich bin Trainer von Delay Sports, okay? Sauber. Okay, der ist raus. Seht ihr, wie er den Ball annimmt? Keine Chance. Das macht keinen dritte Ligaspieler. Boah. Nicht so und jetzt nochmal. Aufpassen, Khalid. Sauber verteidigen, sauber. So. Okay, der ist raus. Der ist raus. Stark, Pedro.
Sehr gut, Pedro. Okay. Wir haben einmal haben wir schon. Er hat mich aber, Bruder, er hat, was ist Pedro fand ich krass gerade. Ja, er hat ihn richtig stark sagen. Festgehalten sogar. Starke so Physik, losgerissen. Ja. War offensiv jetzt hier. Gucken, wie Pedro, aber er ist Offensivspieler, kann ich. Ja, er holt ihn nicht, glaub mir. Er lässt seinen Stich. Guck, Nee. Es tut mir leid, Bro, aber das ist es nicht. Ganz vergessen. Okay, alles okay, gut, super. Auch. Dankeschön. Danke. Einmal wechseln. Okay, let's go. Der ist Sechser hier, der Mann. Ja, guter Erster. Schön. Nein. Ah, ja, ja. Okay, stop. Weiter. Machen wir weiter. Aber okay, alles gut. Aber stark gemacht. Wisst ihr was, da gar nichts mehr, Alter. Das ist zu so schwierig, ja. Einmal bitte wechseln, das gerne. Das ist zu so schwierig, Bruder. Ist aber 16 gegen 21, ja, das stimmt. Ja. Ja, der macht echt einen guten. Der könnte halt Real Talk, der könnte halt wirklich. Das kann sein. Der ist jung, sieht so clean aus alles bei dem. Nee, der hat gesagt, der ist 6-8er. Ja, reicht schon, jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir. Das war eine Schrottverteidigung. Und der ist 6er, hat er gesagt. Also, wir haben. Also, ich und Khan bleiben bei unserer Meinung. Ibra und Khalil sind es auf jeden Fall nicht. Hätte ich auch gesagt. Real Talk hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch gemacht. Das ist unsere Meinung, wir bleiben dabei. Casey? Ich schließe mich an. Dann brauche ich eigentlich nicht mehr weiter was zu sagen. Ich hätte wahrscheinlich genauso entschieden. Casey und Agit und Khan haben auf jeden Fall recht. Ja, Khalil und Leonard, ne? Ich bedanke mich bei euch, ja. Sehr, sehr gute Kick, hat aber Spaß gemacht. Cool, dass ihr mitgemacht habt auf jeden Fall. Ich fand aber trotzdem, der hat einen guten Schuss und sowas. Aber ja. Freunde, so eine schwierige Entscheidung hatten wir gefühlt noch nie. Ich hoffe, das kommt auch so im Video rüber, was für krasse Fußballer das heute hier sind. Die sind also echt die gut. Schalke-Edition macht auf jeden Fall den Namen aller Ehren. Sehr, sehr coole Folge. Marcel, danke für das Sub. Fünf Spieler dabei. Trikot. Die machen eine Überzahl-Situation. Also 2-3. Und dann kann meine Wenigkeit mit der Jury hoffentlich schon viel mehr herausfinden und sehen, wer da vielleicht der Profispieler sein könnte. Lukas, ready? Okay, dann Feuer frei. Ich bin so. 2-2. Was der Mann jetzt? Der ist stark, der Mann. Ne, 3-2. Was aber kein guter Ball, Bruder. Scheiß Pass. Gut, Giuliano, oh, sehr gut. Ja, gut. Sehr stark. Er hat halt die Statur von einem Profi und sowas. Sieht alles so, irgendwie sieht es cool aus, wenn er spielt, aber das ist es irgendwie nicht. Und Giuliano ist gut. Giuliano macht sehr, sehr gut. Aus der kleinsten Ecke hat er da nochmal Platz geschaffen. Aber oder? Verteidigt, habt ihr darauf geachtet? Das ist die Aufgabe von einem ZM, weißt du? Ja, das hat er gut gemacht. Giuliano, sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Der kann so. Boah, super gespielt, Jungs, ey. Ey, alle drei super. Krank. Giuliano, gut dabei. Genau richtig, richtiges Tempo. Der Ball ist der schwierigste von ihm. Den spielt er sensationell. Okay, Marc, gerne. Ja, gerne den zentralen Mann anspielen, aber guter Laufweg, Costa. Sehr gut, Costa. Costa! Was war das für ein Tempo? Gutes was Tempo. Was war das für ein Tempo? Ja? Was redest du? Ja, aber ich sag dir, der ist was redest sehr du? Sehr schnell, ne? Sehr schnell. Costa, kannst du nur einen Sprint von hinten nach vorne anziehen? Ich glaube, du bist. Wir wollen gucken, wie schnell du bist. Stopp. Wenn wir das machen, müssen alle nebeneinander laufen. Nein, nur einen Sprint. Nur bei dem einen. Wenn du einmal schon. Nur gucken, wie der. 3, 2, 1, let's go. Bruder! Gut, der hat schnelle Beine. Bruder, du bist schnell. Warum sagst du, dass du nicht schnell bist? Doch, du hast ein sehr gutes Tempo. Bro, ehrlich. Guck mal, der ist ein guter Kicker. Pedro, ja. Aber kein Tempo. Ich fand auch, also ich finde Pedro. Wenn ihm dafür das okay, hat. Okay, gerne. Vertrau mir. Gut, Lukas, ey. Sehr gut, Lukas. Mann, der hat gut Auge. Der Junge hat sehr, sehr gut Auge, Bruder. Hat er gebellt? Hat er da hinten gebellt? War das ein Bellen, Bruder? Ja. Hab ich mich verhört? Bruder. Guck mal, Bruder. Hat er so. Der mach doch keinen Scheiß, Bruder. Ich kann das so richtig. Hast du es gehört? Bei Pedro fehlt was. Der wollte den Ball. Mann, hat er. Nein, hat er, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich schwöre, ich habe einen Bane gehört. Ich weiß nicht. Noch eine Runde? Natürlich. Ein Durchgang noch und dann wechseln wir gleich. Allah, gefällt mir richtig. Ich frage es aber, wer ist. Guckt mal ein bisschen auf die Abwehrverhalten. Lukas ist krank. Lukas ist Giuliano krank. Giuliano ist gut. Gut, Lukas. Der hat echt eine gute Taktik. Technik. Oder achtet auf Lukas, wie er verteidigt. Schlecht gespielt. Nochmal rückkommen? Der ist auf jeden Fall für mich schon raus. Sehr gut. Nein, Lukas, Pedro. Nein, Pedro. Das ist es nicht. Das ist einer zu viel, Pedro. Mama, danke für deinen Sub. Lukas, du hast gesehen, wer verteidigt hat. Sehr, sehr stark. Zeit schon. Okay, gerne. Lukas, 16 Jahre, hat hier einen Drittligaspieler in der Tasche oder was?
Der 16-jährige Lukas hat hier einen Drittligaspieler die ganze Zeit in der Tasche. Gewinnt ihr ein Zweikampfgefühl gegen den? Zu ruhig. Ja. Zu entspannt. Guck mal. Nein. Zu... Guck mal. Gut, Pedro. So, gut. Aber zu langsam finde ich, da gibt das zu langsam auf. Weißt du warum? Wer war das? Ich bin Fan von Lukas. Wo? Ich bin auch, ich bin Fan von Lukas. Aber er teilt es wirklich stau. Und er ist so clean irgendwie. Okay, einmal tauschen. Ich will Pedro noch offensiv sehen, aber Costa und Giuliano mal defensiv. Thibaut, dafür den Sub. Gut gespielt. Sehr, sehr schöner Ball. Boah. Gut, ey. Bruder. Stark. Pedro, sehr, sehr gut, Junge. Stark. Sehr schön. Das war gut. Sehr gut, Junge. Hat all die Bälle sehr gut, Junge. Hat gutes Auge. Der Schalke spielt hier. Sehr starkes Auge. Er spielt sehr simpel, Bruder. Ich glaube, auf großem Feld ist er noch krasser. Er spielt effektiv. Der macht richtig. Gut. War gut. Bruder, der Junge stark. Stark. Der ist echt. Der Schalke, der macht echt schön. Der und der Dings, der kleine Vorteil, wie Rot-Weiß Essener, gefällt mir sehr stark. Achtet mal drauf, wie er den Ball richtig spielt, Pedro. Genau das richtige Timing, das den da rüberzulegen, Übersteiger. Nimm mal kurz Pause, wartet kurz. Er ist ein sehr guter Spieler, glaub mir. Ja, ich glaube so auf kleinem Platz, weißt du, Lukas Giuliani sind flink, die gehen ab. Aber ich glaube auf großem Platz, zum Beispiel auch Marc, wenn er seine Freiraum hat, so mit seinem Auge, der weiß, was er macht. Und wenn da so ein Pedro zum Beispiel schickt, schreibt er nur dafür den Sub. Aber den Ball? Ja. Gut gemacht. Krank, Alter. Ah, Pedro macht gerade einen guten. Guck mal, die lassen ihn. Er benimmt sich auch wie ein Stürmer. Er ist klasse. Den einfachen Ball zu spielen, kann er die schwierigste Aktion immer. Und er macht aus den schwierigsten Aktionen immer ein Tor. Bruder, das ist krass. Der hat eine richtig krasse Torquote. Digga, mich stören seine ersten Kontakte so sehr, ne? Und dann, dass er so den Ball so schleppt. Die schwierigste Aktion immer ein Tor. Bruder, das ist krass. Der hat eine richtig krasse Torquote. Dass er zu Marc mal spielt. Ja, genau. Jetzt bin ich mal gespannt, dass er auch den schwierigen Ball macht. Ja. Das ist mir wahrscheinlich. Aber das meine ich. Wenn er läuft, machen wir sehr stark gemacht. Ja. Oder Lukas! Lukas! Ich sag dir, Digga, Lukas könnte mein Sohn sein! Ich schwör's dir, genau sowas brauche ich, der den einfachen Rechtsverteidiger-Job macht. Der ist Rechtsverteidiger, der Lukas. Ich sag's dir. Das könnte mein Sohn sein. Genau so. Matteo. Der ist schnell, so ein Trainerliebling. Immer als erstes auf dem Platz, ja. Geht immer laufen. Ist so Vizekapitän, wenn der Erste immer nicht kann, ein bisschen ruhiger in der Kabine, ja, das ist es. Ich schwör's dir, das brauche ich. Mein Sohn soll ja Rechtsverteidiger werden, damit er gute Chancen auf eventuell, oder Außenverteidiger, am besten Linksfuß, Linksverteidiger. Außenverteidiger, dass er gute Chancen auf Profi hat. Eine Sache. Ey, sag. Bitte noch einmal Marc aus. Ich sehe da meinen Sohn drin. Pedro nochmal zentral, eine Aktion noch. Der ist auch eher ruhiger, sage ich. Nein, Pedro, ich muss dich ganz sehen. Stark. Sehr, sehr stark. Ja, Lukas, komm, wirklich. Ich hab sehr stark, Jungs. Ja, wir müssen wieder eine Entscheidung. Also, wer fängt dann mit deiner ersten Entscheidung? Casey, ich sag aber, die meisten von denen spielen hoch. Ich sag, keiner von denen spielt. Ich sag, in der Jugend spielen die alle die Jugendspieler, die sagen, sie sind Jugend, sage ich, spielen alle Minimum Regio. Und ich sage, die Männer, also die im Erwachsenenbereich sind, ich sag, da spielt niemand unter Verbandsliga. Ich sag, die meisten von denen zocken Oberliga. Tu gerne deine Entscheidung jetzt. Ich würde gerne mal Olaf hören. Olaf, gerne. Olaf, wir haben ja schon den einen. Ich habe eine Frage an dich. Olaf Thon! Zwei Sachen würde ich gerne wissen von dir. Und zwar, Olaf ist der Costa für dich immer noch in deinen Augen ein Favorit? Und die zweite Sache ist, was ist deine Analyse nach dieser Runde? Ja, Olaf Thon! Costa ist weiterhin vorne dabei. Pedro hat aber aufgeholt. Olaf! Haben wir da ein verschiedenes Spiel gesehen, Olaf, oder was? Und die anderen drei sind auch nicht schlecht. Alle haben sind alle gut. Positive Aktionen. Man sieht Offensivkräfte, die dann schlechter verteidigen. Und Defensive, die in der Offensive ein bisschen abfallen. Das sagt aber nicht viel aus. Da müssen wir am Ende entscheiden, was ist wichtiger. Und ich denke, Olaf. Offensivaktionen sind schwerer als Defensivaktionen. Von daher würde ich den Offensivspielern meine Stimme geben. Und das heißt auch, der Pedro würde bei mir jetzt vorne sein. Aktuell würde ich, wenn ich zwei nennen müsste, Pedro und Costa nennen. Wobei die anderen drei, die gefallen mir auch. Mein Schalker, ne, und die anderen beiden auch. Aber im Moment, die rechte Seite sind meine Favoriten. Und rauswählen die anderen drei. Oder muss ich nur einen? Zwei? Boah, brutal. Brutal. Den Schalker nicht. Die anderen beiden. Danke für die Challenge, Jungs. Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Mir hat Pedro richtig, richtig gut gefallen. Der Mann hat gefühlt aus jedem Winkel ein Tor gemacht.
Also wirklich Stürmer einfach. Genau, ganz weit oben angesiedelt mit Lukas zusammen. Bei Costa war es offensiv völlig in Ordnung. Defensiv mir einen Ticken zu wenig. Deshalb würde ich Costa rauswählen. Und Marc war eigentlich ein rundes Gesamtpaket von Challenge Nummer 1. Aber ich habe jetzt, für mich ist Lukas und Pedro ganz weit vorne. Die waren zu gut. Und wenn ich jetzt mich zwischen Giuliano und Marc entscheiden müsste, fand ich Giuliano einfach nur einen Ticken stärker noch. Das ist der einzige Grund, sonst war Marc ein Top-Paket, ein Top-Spieler. Olaf raus. Deshalb entscheide ich mich für Costa und Marc. Ich hätte Pedro rausgehauen jetzt. So hart bin ich. Pedro soll dritte Liga zocken. Ich fand auch, diese Runde hat Pedro gut aufgeholt und Giuliano gut aufgeholt. Die habe ich ein bisschen schwächer gesehen nach der ersten Runde. Albon fliegt und Scary dann für die Subs. Dritte Liga finde ich schon sehr. Und Costa. Oder? Agit? Also bei mir ist auf jeden Fall Costa auf jeden Fall eingeloggt. Marc war bei mir so sehr, sehr schwierig, aber ja, ich gehe mit. Also mir bleibt nichts anderes übrig. Ne? Also ich habe von Anfang an gesagt, ne, Costa, ne, hat mich nicht überzeugt und... Nur sein Defensivverhalten war... Aber ich fand, keine Ahnung, hab da nicht so wirklich nicht negativ. War sehr, sehr schlecht, ne? Für mich war Marc ein, sage ich mal, krasser Favorit, ne? Weiß nicht so, erinnert mich ein bisschen an Sergio Busquets, so diese Ruhe und diese Gelassenheit. So, ich glaube, auf dem großen Feld, da... Geschirr, wasch Sabine mit uns ab. Und Minus Macher 32. Hat nicht gereicht. Also gehe ich mit euch auf jeden Fall. Muss ich aber auch sagen, ne? Also von der Spielanlage, finde ich, könnte er sogar ein Profi sein. Aber leider muss man auch nach diesen zwei Runden jetzt bewerten. Genau. Ja, klar. Und da waren die anderen, glaube ich, ein bisschen stärker. Jungs, ihr seid wirklich alle krass. Das ist eine ehrlich, richtig schwierige Entscheidung. Top-Spieler, ne? Kann ich dich was fragen? Was hast du gerufen, als du den Ball wolltest? Oder was hast du gemacht? Hey, kannst du Spanisch? Ach so, ey, der so, ey. Er hat gebellt. Der hat ey gemacht. Oder so. Der Bruder kommt aus Brasilien, der ist der Fußballer. Ey, Bocke. Okay. In Brazil, we... You bet. You can see 5 World Cups, but we try to communicate, not saying the name, you know, so the defense don't know if who is asking. Ich kenne die Geräusche von meinen deutschen Rap-Gesangsartisten-Freunden. Wie meinst du denn da? Jetzt rufe ich diesen Mensch aus, Bruder. Nein, aber sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt bedanken wir uns bei Marc und Costa. Überragend, Jungs. Vielen, vielen Dank. Stark. Costa weiß ich nicht. Also aber ich sag dir ehrlich, ich finde die alle nicht schlecht. Ich finde die alle eigentlich gut, um ehrlich zu sein. Das ist auch wieder so eine schwierige Folge. So, Freunde, jetzt haben wir das Halbfinale noch mit dabei. Pedro, Giuliano und Lukas. Keine einfache Tutor-Challenge, sondern es kommt ein langer Ball. Aus der Luft muss er den Ball klatschen lassen. Einkontaktablage, Abschluss aufs Tor. Ich weiß, klingt jetzt kompliziert, ist relativ einfach. Und deshalb guckt ihr euch einfach die Challenge an. Tutor-Challenge. Gerne, Giuliano. Hoher Ball. Guter Kontakt. So, das war... Sehr gut gehalten. So, guter Ball, Giuliano, der kann die Bälle spielen. Er lässt sie überragend. Wir tauschen gleich die Position. Giuliano, super Bälle, ehrlich. Sehr stark, übertrieben starke Bälle. Okay. Das war zu viel. Eine Aktion noch. Den lässt der klasse klatschen. Die macht er aber, die lässt er wirklich alle gut klatschen. Das macht er gut. Halt als Stürmer in die Katastrophe, die Abschlüsse. Aber er, Bruder, er ist Stürmer, ne? Er hat nicht einen einzigen Ball gemacht, er war jedes Mal 12 Meter vom Tor. Eine Aktion noch, Pedro, bitte einmal noch. Einmal noch, wollen wir sehen. Pedro, konzentrieren. Dreimal, okay. Schießen Ecke. Der hat auch keinen Linken, ja, oder mit links. Das passiert gerade, Digga. Spielt ja super. Die Wahnsinn, krass aus. Bruder, der Mann ist nur noch wegen seinem Aussehen drin, sage ich. Ich hätte ihn, ohne zu übertreiben, ich glaube, ich hätte ihn. Boah, ich. Ja. Guter Kontakt. Der ist gut, aber. Einmal mitnehmen. Nee. Oh, gut gehalten, okay. Einmal Pedro die Bälle, Lukas Abschluss, einmal Position tauschen. Olle und Jeremy da für die Subs. Also guck mal, ich habe Giuliano nicht gesehen, der spielt maximal starke Bälle. Maximal starke Bälle. Das ist ein richtiger Kimmich-Typ. Der ist ein richtiger Sechser. Rot-Weiß Essen spielt er. Nee, warte mal, wo spielt er? Okay, gerne. Pedro. Hier, jetzt kommt mein Sohn. Mein Sohn. Mein Sohn. Er ist mein Sohn, Chat. Er ist mein Sohn. Ey, Keeper, was ist das? Achso, das ist der Keeper von der letzten Torwart-Folge. Achso. Gut dabei, ja. Hä, hey, ich bin mal richtige Bälle da, Pedro. Sehr schwer zu holen. Gut, Lukas, weiter geht. War nicht gut abgelehnt. Giuliano und Pedro sind wie Tag und Nacht. Wirklich. Guck mal. Hey, Pedro, Bruder. Ne, jetzt wird's langsam zu viel.
Jetzt spielst du bitte Lukas vernünftige Bälle. Er hat einfach dreimal einen Kackball bekommen. Boah. Gut geholt, Lukas. Boah, sehr gut. Boah, Digga, wie holt er den raus? Ja, ja. Wirklich. Guck mal, guck mal. Gut geholt, Lukas. Sehr gut geholt. Sehr gut, Junge. Boah, mein Junge. Das ist mein Junge. Boah, ey, oder? Lukas, das wollen wir doch sehen hier. Das ist mein Junge. Danke, einmal jetzt nochmal tauschen. Ach, ihr habt es nicht gesehen, ne, wie er den Ball abgelegt hat. Guckt euch das mal an. Mein Digga, meine Cam ist aber auch hier der Wirt. Du, wie er den Ball holt. Wirklich, guck mal, guck mal. Gut geholt, Lukas. Sehr gut geholt. Sehr gut, oh, Junge. Ey, oder? Lukas, das wollen wir doch sehen hier. Sehr gut, Leone. Danke, einmal jetzt nochmal tauschen. Mal gucken, wie er die Bälle. Sehr gut, dass er es ist. Okay. Auch gut. Wie Giuliano. Nein, Pedro. Das ist halt Giuliano, ehrlich. Der ist 100%. Auch kacke, schon wieder abgelehnt. Ich habe mich jetzt ein bisschen auf ihn eingeschossen, muss ich sagen, aber weil ich ihn wahrscheinlich sogar, Real Talk, ich hätte ihn fast in der ersten Runde sogar rausgekloppt, wegen dem Bayern-Namen. Und weil er gesagt hat, dass er bei Freiburg 2 spielt. Auch wenn wir gesagt haben, wir gucken nur auf Fußball. Aber im Fußballerischen hätte ich ihn auch, er ist wegen seinem Aussehen noch drin. Ja, die bin ich drin. Okay. Keiner bricht sich wieder mal wie Giuliano. Der ist halt Giuliano, ehrlich. Der ist 100%. Der schießt sehr, sehr sauber. Clean. Stark. Gut gemacht, Giuliano. Ja. Sehr, sehr gut gemacht. Bälle kommen, aber keine Ball hat er nicht. Nee, Lukas bringt gar keine guten Bälle rein. Lukas. Okay, nochmal. Ja, das war sein erster Aussetzer. Lukas, okay. Besser. Gut geholt. Ich finde den auch nicht schlecht von Essen. Oder wir haben den Profi. Ganz haben souverän. Wir haben den Profi. Ganz souverän. Warte mal, was? Eine denn? Aktion noch und dann ist cool, habe ich genug also, gesehen. Guck mal, ey, wir sind uns, glaube ich, alles einig, der 17-Jährige drauf. Weil er ist für seine. Nee, oder 16-Jährige. Wir müssen uns ja nicht mal einig sein, wir können ja auch anders. Okay. Ah, der war schwach. Aber er war der Einzige, der zwei Buden gemacht hat von vier Dingern. Ne? So ein geiles Halbfinale gesehen, aber jetzt wollen wir uns erstmal die Storys nochmal hören. Deshalb gerne mal den Werdegang. Fangen wir mal mit Pedro an. Erzähl uns mal, wo du Fußball gespielt hast und deine Story an. Jonas, danke für 14. Ich bin Pedro Henrique. I'm from Brazil. My story in football, I start when, since I was really young, how most of the people in Brazil in favela. And then later I could have my first contract professional in Brazil when I was 17 years old. I played 2 years and but I lost everything I had for my ex-agent. And then I stopped football for 3 years and I saw this is not for me. I must keep playing football. Then I saw what's hard for me in Brazil. I took everything I had and came alone to Europe. And then I came to North Ireland where I could have a chance to play in professional football. One guy saw me playing football. He wanted to bring me to a professional football in North Ireland line, but I couldn't play for my visa, Brazilian visa, you cannot play in UK. So I came to Portugal and I was working. I must stop football too. I could not play football. So I really felt really not happy. I came to Germany. Then I was trying hard in Germany. I could grow in Germany. And finally I could get my dream play professional football in Germany, in Freiburg. And I want to say to all guys who is watching this, never give up your dream. Give your best, always give your best, always believe you. Das ist eine starke Story. Ja, eine starke Story, war sympathisch, aber ich kaufe sie nicht ab. Ich kaufe sie nicht ab. Digga, du kommst nicht so entspannt in die dritte Liga. Kann ich mir nicht vorstellen. Also jetzt gehen wir wieder auf die Stories, ne? Jetzt gehen wir wieder auf die Stories ein. Für mich ist es schon klar, eigentlich, wen wir hier rauswählen. Bro, how long you play in Freiburg? In Freiburg? I'm not in Freiburg. Neu. Ist er Portugiese oder Brasilianer? Brasilianer. How many goals do you have this season? How many goals I have this season? I have 5 goals, 8 assists. 8 assists? Das ist 13 Scorer. Wie viel der Spieltag ist denn da? Da hat er fast jedes Spiel einen Scorer. Weiß ich nicht. 5 Tore, 8 Assists, U3. Bruder, kannst du dir so eine kranke Story ausdenken? Nein, das ist, wenn der kein Fußballer ist. In der dritten Liga, ja. Dritte Liga, Freiburg 2. Digga, wenn du 13 Scorer hast. Ja, das geht nicht anders. Mein Gefühl sagt mir einfach, der ist keine 21 Jahre alt. Oder wie jetzt? 21, ne? 22. Ist er nicht. 22. Ist er nicht, er ist älter, aber der ist schon
abgewichst. Ja, weiß ich schon, wo das lang geht. Eine Frage, also, müssen wir jetzt einen Profi auswählen? Nein, nein. Einen raus. Wir wählen einen raus. So, okay, hören wir uns mal Giuliano an. Giuliano, einfach mal deine Fußballgeschichte. Ja. Erzähl uns mal was da. Ich bin Giuliano, bin 20, wie gesagt, spiele bei Rot-Weiß Essen. Hab angefangen mit 3 bei meinem Opa im Garten, sag ich mal so, bei BVA in Alten Essen dann. Bin dann zu Wellermann Löwen gegangen. Der Arme, die wollten ihn rauswählen, weil sie dachten, der hat einen Bauch. War von meiner Mutter der Freund, war der Trainer. Hab dann gespielt bis U11 bin ich nach Duisburg, eine höher. Also die U9, U10 bei Wellermann Löwen gespielt. Bin dann in der U13 nach Borussia Dortmund gegangen bis U16. Hab dann. Wer war da dein Trainer? Marco Lehmann. Ja, stark. Kommt rausgeschossen. Marco Lehmann. Ja, Marco Lehmann. Bruder, das war ein straighter Ding. Ja? Ja, um 16 nach Rot-Weiß Essen gewechselt. Hab dann jetzt bis U19, war da auch Kapitän. War samstags immer so. Ich habe U19 gespielt, Junioren-Bundesliga. Und dann sonntags immer erste Mannschaft. Bin dann in die erste Mannschaft, hab 3 Jahre unterschrieben bis 2025. War letztes Jahr ausgeliehen und jetzt bin ich wieder voll dabei. Okay, wer ist bei Rot-Weiß Essen dein Trainer? Christoph Dabrowski. Okay, das kommt. Also das kann hinten. Das kommt. Spiel den auf. Spiel den auf. Der hat sogar selber auch früher Rot-Weiß-Essen-Spieler war, ne? War er, ja, ne? Früher, aber jetzt nicht. Schon lange nicht mehr. Okay, okay. Gib mal den Ball. Andi, darf ich deinen verschenken? Das war schon sehr, 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 sehr. Was sagst du, Eli? Boah, ich fand, hat er schon gut rausgekloppt, da ein paar Antworten, muss ich sagen. Ein paar Antworten hat er wirklich schon sehr gut rausgekloppt. Entweder der hat die besten Vorträge damals in der Schule gehalten. Sein ist deutsch. Essen auch. Er sagt Alten Essen, alles. Wie heißt die Karner, wie heißt die Straße? Wo ist das Stadion? Boah, das ist schon krass. Oder Hafenstraße 97a, das kommt so trocken, als wenn das. Als wenn nein, ich guck mal, ich fand das. Boah, ich kann dir nicht mal sagen, was von uns die Straße ist. Ja, hallo. Mein Preußen ist Malteser Straße. Ich weiß aber nicht, welche Nummer. Und von Wilmersdorf weiß ich es gar nicht. Oh. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Straße. Nico, dann für den Zap. Das war mein erster Call, er war mein zweiter Call. Lukas, hau mal deine Fußballstory raus. Ja, also ich habe angefangen mit 3 Jahren im Dorfverein bei mir, TV Elverdissen. Und dann. Komm schon, Lukas, komm schon, Lukas! Ich bin zum Club VfL Thesen gegangen. Ja, ja, Thesen kenn ich. Und mit 9 bin ich dann in die U10 von Arminia Bielefeld gewechselt und jetzt seit 7 Jahren spiele ich beim. Guck mal, und das ist meine klassische Story. Ich schwör's dir, ich sag es jetzt, du bist es. Du bist es, Lukas. In einem kleineren Verein, dort gut gespielt, dann relativ früh zu einem großen Verein gegangen und da einfach mal 7 Jahre in der Jugend durchgezockt. Ohne verrückte Geschichten mit emotionaler Musik, sondern einfach mal perfekt das Ding einfach mal erklärt. Ganz trocken. So, was? So, passt. Dein Trainer? Bei Arminia Gabriel Imran. Wer? Gabriel Imran. Gabriel Imran. Ich sage, es ist. Wie steht da eine Tabelle? Neunter. Ich sag, dieser eine Typ hat bei Rot-Weiß Essen bis zur A-Jugend gespielt. So. Und jetzt zockt er Oberliga oder so. Deswegen konnte er auch seine Trainer sagen. Und der hat gerade einfach den Trainernamen von seinem aktuellen Trainer gesagt. Oder der weiß, wann Rot-Weiß Essen den Trainer. So. Das ist mein Call. Hieß das im NLZ, ist das bei Arminia Bielefeld ein Internat, wo ihr schläft? Nein, oder? Nein. Einfach ganz normal. Aber du bist mit 10 da hingegangen und spielst seit 7 Jahren, dann bist du ja 17. Mit 9 bin ich da hingegangen. Achso, mit 9. Ja, ja, genau. Mit 10 verstanden. Wie oft habt ihr dann Training? Viermal die Woche. Viermal die Woche und einmal die Woche spielen. Ja, genau. Der hat 10 gesagt, oder? Ey, auch irgendwas mich, oder? Ja, aber in die U10. Mit 9 Jahren in die U10. Okay. Das ist halt so eine einfache. Doch mal mein Sohn zu. Story. Und oft sind die einfachen Stories die wahren Stories. Die kennen ja auch die Folgen schon. Leon, Liebe. Viele erzählen einfach so eine einfache Story, die eigentlich jeder erzählen kann. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber kann schon. Das ist eigentlich mal der richtige Weg. Dorfverein, früh gescoutet, kommt zum Profiverein und dann spielen sie dann da 7 Jahre. Ja, sehr, sehr schwer. Wir haben auf jeden Fall also. Ja gut, die Storys haben mir. Also, komm, also wenn wir nur nach dem Fußballerischen gehen, nicht an den Storys. Wir gehen anhand des Fußballerischen. Das ist für mich, musste Pedro ja rausgehen. Weil Einen. Plus eins, glasklar. Glasklar. Schon sogar vorher, im Halbfinale, hätte man ihn schon rauswählen müssen. Er hat als Stürmer, hat er nicht funktioniert. Ja. Weil er hatte Chancen gehabt, 4 Chancen, er hat davon keine Bude gemacht. Seine Story sehr war aber herzzerreißend. Seine Story war krass, naja, aber nach. Sehr schön. Wir gehen ja ein bisschen. Wir sind hier nicht bei Dings da, bei DSDS. Nach Leistung und da würde ich auch sagen, nach der letzten. Es sei denn, wir machen nochmal eine Runde. Und ich finde sogar die erste Runde auch, fand ich ihn auch nicht so krass. Ich war dann nervös. Warte mal, erste Runde habe ich mir sogar hier notiert noch. Kahn, willst du ihn behalten? Und du war okay. Eigentlich ja wegen der Story, aber wenn hier, wie die gesagt haben, Wenn wir nach der Leistung gehen, dann das reicht nicht. Null. Und wir gehen nach der Leistung. Ja, dann raus. Ja. Also Kahn. Raus, Pedro.
DSDS, Deutschland sucht den Superstar. Da waren die immer so, kommt er jetzt weiter oder nicht? Und dann wurde eine emotionale Geschichte ausgepackt und dann wurde gesagt, ja, weißt du was, komm, hier, bist im Recall. Jedes Mal. Weil ich sag auch Pedro. Edi, du hast dich aber echt auf ihn eingeschossen. Ja, da hast du recht, mein Freund. Aber weil ich weiß nicht. Ich hätte ihn schon, das ist halt bei mir, das ist so. Ich hätte es, hättet ihr Pedro jetzt weitergelassen? Der hat die Flugbälle alle, also oftmals nicht hinbekommen. Die ersten Kontakte, der ist tausendmal besser als ich und viel besser, den würde ich mit Kusshand mal Delay nehmen, aber ich bin ja hier ein Coach, ich sitze hier. Ich sitze gerade hier. Hier sitze ich. Genau hier. Bin imaginär drinnen. Und dann sind wir uns einig. Aber er ist es halt. Danke, Mann. Brasil. So, Freunde, wir kommen jetzt zum Finale zwischen Giuliano und Lukas. Ein sehr, sehr cooles Finale, wie ich finde. Wir machen jetzt die klassische Block-Challenge. Einige von euch kennen es. Edi, pass auf, was du sagst am Ende. Ist das? Dann bewerbe ich mich bei Freiburg. Offensivspieler. Wir wollen schnelle Beine sehen, gute Verteidigungshaltung und natürlich auch geile Tore. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß mit dem Finale. Blocken. Lukas gegen Giuliano. Seid ihr ready? Finale, dann auf geht's. Jetzt bin ich gespannt. Die Challenge mag ich nicht so. Gut, Lukas. Oh, Lukas! 17 gegen 23 übrigens. Gegen den Drittligaspieler. Oh, ey, was redest du? Mach fertig. Gute ist mein Junge, Lukas. Ist mein Junge. Ist meiner. Mein Junge. Der Kleine ist meiner. Oh, ja, ja. Gehört zu mir. Da wollte er irgendwann. Gut, Lukas. Krank. Aber er hätte direkt geschossen. Ah, ja, faul, hey. Lukas, aber sehr stark gemacht. Ja, jetzt faul, 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 hey. Oder der Giuliano ist stark. Aber sehr, sehr stark. Lukas hat krasse Beine, Digga. Bruder. Okay, jetzt Giuliano offensiv. Ich bin gespannt, Bruder. Kann starten, wenn du ready bist. Oh, das ist aber auch schön. Schade. Ich sag, der hat die ganze Zeit bei Essen gezockt in der Jugend. Gut, Giuliano. Aber dann halt jetzt, sehr schön, jetzt Oberliga. Oh! Bruder, macht Kimes mit dir. Lukas! Stark, Keeper, ey. Der hat eine gute Technik. Gut, Lukas. Gut, Lukas, überragend, Junge. Aber, Bruder, Lukas auch sehr, sehr stark. Boah, ich bin nicht schlauer geworden. Wollt ihr noch einen Durchgang sehen? Habt ihr genug gesehen? Nee, lass mal gucken. Das reicht nicht. Ein Durchgang noch, bitte. Das reicht nicht. Ein Durchgang noch. Okay, auf geht's, Lukas. Digga, wenn ich das schon sehe, da reiß ich mir das Kreuzband, ne? Ja, ja, guck mal, das macht er gut. Ich, ach, ich, genau das wollte ich. Kondition, Bruder. Da bist du der Mann für. Oh. Gut, Giuliano. Was sagst du konditionell? Da bist dieser Giuliano ist auch sehr gut. Den hätte ich gerne bei uns im Team. Sag ich jetzt hier auch offiziell. Den hätte ich auch gerne bei uns im Team. Zu der Mann für Sorge. Vor das Live, gehe ich gleich rüber. Dass er einfach maximal nachgelassen hat. Also, ist vorbei. Okay, okay. Okay. Ja, guter Kicker. Real Talk, guter Kicker. Rot-Weiß Essen. Wo spielen die denn? Vierte Liga, dritte Liga? Weiß ich nicht. Aber egal. Rein vom Fußballrechner her gebe ich ihnen den. Mein Sohn. Mein Sohnemann ist auf 2. Aber da muss ich ein bisschen gucken. Der eine ist 16, der andere oder 17 und der andere ist 23. Dritte Liga und ist Profi. Ist schwierig, ne? Das heißt, da spielt ein Profi gegen einen, ja, anscheinend nicht Profi 16, 17-Jährigen. Mach nochmal weiter, Giuliano, komm mal. Stark, Giuliano! Okay, okay. Stark! Wallah, krank! Du bist unser Profi! Krank! Er packt Rabona aus, Digga. So, Freunde, wir müssen jetzt. Ich mach Hot Take. Ich sage, es ist der Rechtsverteidiger. Und ich sage, Giuliano ist die ganze Zeit bei Essen in der Jugend gewesen, war da auch wirklich ein Ficker. Ich glaube aber nicht, dass er Profivertrag bekommen hat und spielt jetzt irgendwo Oberliga. Weil da, warum sollen da Drittliga-Profis mitmachen? Warum sollen da Profis mitmachen? Sie sind doch Profis. Digga, die würden doch auseinandergenommen. Also ich glaube nicht, dass er aktuell bei Rot-Weiß Essen spielt in den aktuellen Spielbetrieb. Kann ich mir nicht vorstellen. Die würden den doch wegfronten. Die finale Entscheidung treffen. Das ist mein Call. Das war zumindest für mich eine relativ einfache Entscheidung. Wir leben in Deutschland. Die Medien würden ihn doch... Ich fange auch gerne an. Ich fand Lukas gut, hat es wirklich gut gemacht, aber in der zweiten Runde hast du von der Kraft her abgebaut. Was Giuliano gemacht hat, war für mich absolut krass. Also
Oder wir sind komplett falsch, das ist der Schalker. Die Challenge einfach immer da, immer gut und für mich ist mein Pro-Spieler Giuliano. Für mich auch Giuliano, weil jetzt in dieser Runde hat er das nochmal, das war nochmal das i-Tüpfelchen. Der Lukas hat, wie Diar das gerade gesagt hat, schon irgendwann krass abgebaut. Giuliano hat sehr, sehr gut verteidigt. Am Ende ist Pedro Profi. Und Profi in der letzten Runde auch alle Flanken, die er geschlagen hat, alle Schüsse, die er abgeliefert hat. Also ich fand die Runde auch tatsächlich am einfachsten und gehe mit Giuliano als Profi. Ja, also ich auf jeden Fall auch. Also ich habe auch gesagt, Giuliano war schon von Anfang an mein Favorit gewesen. Optisch war Pedro Nummer 1, dann Giuliano. Und er hat in allen Challenges, die ich jetzt mir notiert habe, hat er immer durchschnittlich eine 2. Also weißt du, wo ich dachte, ey, war jetzt nicht Bombe, aber der Junge hat immer konstant bei jeder Übung perfekt Gas gegeben, perfekt seine Leistung gemacht, hat er sehr, sehr gut gemacht. Und bei der letzten Übung hat man einfach gemerkt, dass der Bielefeld-Spieler einfach, der Lukas, keine Condition hat. Nächstes Mal trainieren wir zusammen. Ich kann mich euch nur anpassen, ne? Also Pedro ist auf jeden Fall der lebende Beweis, dass das Äußere täuschen kann und nur die inneren Werte zählen. Also die Story war auf jeden Fall krass, ne? Dieses Brasil und Favela und hier und dies und jenes. Der kommt aus Brasilien. Vielleicht stimmt die ja. Auch. Ja. Ja, ja. Aber danke, auf jeden Fall, wer jede Runde überzeugt hat, ne? Sei es mit Pässen, Vorlagen, Schuss und auch die defensive Arbeit, war auf jeden Fall Giuliano, ne? Gehe ich so 100% mit, ne? Und ich denke mal, dass das für Profis ist. Okay, ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen. Da würde ich sagen, genau jetzt darf der wahre Pro-Spieler bitte nach vorne. Lukas, gehen. Komm vor. Ja, war doch klar. Alter. Lol. Warte, warte, pranken, ich wusste es, ich wusste es. Was? Was? Wie? Wie? Was redest du? Nein. Krass. Ey, Bro, ich sag Bros. Beide. Ja. Boah, der Arme wurde als erster rausgewählt. Das ist immer wieder. Aber ich sag, ja, schwierig. Hätte ich aber auch gemacht als erstes. Aber hier, Luca. Luca. Mein Sohn. Ich sag doch. Hä? Ich sag, das hatten zwei Pros. Khalil, du warst von Anfang an mein Call eigentlich. Aber ich habe auch hier dem Khan gerade gesagt, als du widersprochen hast und gesagt hast, ich habe heute nicht meinen Tag und so. Habe ich gesagt. Beide 17-Jährige. Beide Außenverteidiger. Beide bei einer. Es ist Klassiker. Das wird er nicht machen, wenn er kein Profi wäre. Der wird dann einfach sagen, ja, drauf geschissen, ich habe einen scheiß Tag gehabt, ich habe nicht gewonnen, aber du wolltest aber drin krass, bleiben. Ich schwöre, Bruder, du hast mich maximal geflasht. Ich hätte das niemals im Leben gedacht. So auf die anderen. Hä? Glaubst du jetzt, dass ich 16 bin? Ja. Zeig mir mal bitte einmal deinen Oberschenkel für 16 Jahre. Ja, das ist... Vergleich mal, Lukas, zeig mal rein. Digga. Doch, auch stark. Aber auch stark, auch stark. Doch, ich habe euch gesagt, lasst euch nicht so schnell täuschen, seine Defensive ist wichtig. Was habe ich euch gesagt? Ja, den hast du gewusst, ne? Hä? Den einen habe ich gewusst. Never official. Was willst du von mir? Sei froh, dass du schon lange Sub bist. Der andere, den hätte ich auch ausgewählt. Er hat gesagt, er ist nervös. Ich fand das auch so, also als die an ihn vorbeigelaufen. Ach ja, jetzt wisst ihr es alle besser, oder? Ihr habt doch selber alle gesagt, er in der ersten Runde raus. Warte jetzt. Ich hab mich. Guck mal, eins muss ich auch noch sagen. Falschen Weg geleitet, ja? Ich war 2 Monate verletzt und seit sozusagen 2 Wochen bin ich erst auf dem Platz. Deswegen bin ich auch nicht so ganz fit. Deswegen. Habe ich heute nicht meine Top-Leistung gezeigt, aber ich hoffe... Aber das alles stimmt, dass du bei... Viktoria Köln. Viktoria Köln, genau. Köln, stimmt alles. Ja, ja. Story, alles stimmt, alles. Alles, ne? Stimmt. Lukas, krass. Bei dir auch alles. Du bist mit U9, also mit 9 zu Bielefeld und seitdem ja. Ganze Jugendabteilung bei Arminia Bielefeld. Stark. Lass uns mal jetzt die anderen anhören, das interessiert mich aber auch. Wir waren ja trotzdem gut, ne? Wir sind mit ihm bis zum Finale gegangen. Bis zum Finale ist gut. 100%. Also bei Ibra will ich als erstes wissen, mit Bruder und so, dass die Story alles also, 100% real, ja, ne? Ich bin der große Bruder von Arjen Ibrahimovic. Lol. Und die Story mit Serie B war gelogen. Ja. Ich habe die ganze Jugend beim ersten FC Nürnberg gespielt, angefangen bei TuS Nürnberg. Die Club. Und jetzt bin ich, mein ersten Herrenjahr habe ich bei der Bayernliga gespielt. Den Verein will ich nicht so nennen, ich will keine Werbung für die machen. Wow. Derzeit bin ich vereinslos, mal schauen, was sich so ergibt jetzt bis Winter. Und ja. Sehr, sehr cool. Stark. Du bist Bayernligas 6. Liga, ne? 5. Fünfte Liga. Ich weiß nicht, Oberliga oder so ist es hier. Wie Oberliga ja. Hier, genau. Oh, Bayernliga ist Oberliga, bei uns ist Berlinliga, Verbandsliga, 6. Liga. Okay, krass, also Story war auf jeden Fall real. Jetzt Pedro, wir sind sehr gespannt. Ja, my story. What? I said everything true, you know, only the final is not true. I don't play for Freiburg, but I really got my chance to play in professional club in North Ireland. I couldn't play for my vision.
I had these problems with my ex-agent in Brazil when I stopped to play football for 3 years. And then I left everything. My family came to Europe. And the final is also true. Never give up of your dreams, Jungs. Nice, bro. Danke. Strong guy. Aber spielt er jetzt. Keep believing in yourself. Marc. Ja, bei mir war die Story mit Schalke gelogen. Ich habe von der Jugend an, von der U8 bis zur U14 beim FC in der Jugend gespielt, also beim 1. FC Köln. Ne? Dann hatte ich keine Lust mehr gehabt, das wurde zu viel. Mit dem Trainer hat es nicht mehr so gepasst. Dann bin ich von dort aus weg, bin dann zu meinen Freunden zum FC Pesch gegangen. Von dort aus dann habe ich 5 Jahre bei der Fortuna Köln gespielt, bis zur U19 Bundesliga. Stark. Dann bin ich nach Düren gegangen, dann kam Corona. Dann habe ich da ein Jahr im Herrenbereich gespielt, habe regelmäßig, was heißt regelmäßig, konnte bei der ersten Mannschaft oft mittrainieren und jetzt aktuell spiele ich bei uns in der Kreisliga A. Wie sieht's aus, mein Bro? Wie sieht's aus? Nächstes Jahr sind wir auch Kreisliga A. Nächstes Jahr sind wir auch Kreisliga A. Aber du hast Düren Regionalliga und so. Mitte-Rheinliga trainiert, ja, aber die zweite Mannschaft war Landesliga und jetzt aktuell Kreisliga. Aber guck mal, der hat auch erst als FC Köln, 21. Victoria U19, Fortuna U19 Bundesliga. Salam alaikum, Media, salam. Niki, ich hole hier gerade ein paar neue Transfers ran. Das miterlebt. Der hat U19 Bundesliga gespielt, der war schon gut. Danke, Marc. Soll ich als letztes erzählen oder soll erst. Ja, dann mach Costa gerne, dann hören wir Giuliano zum Schluss. Der war auch gut, ich schwör's dir, der hat safe in der Jugend gut gespielt und ich sage auch, der hat auch gut gezockt. Ich habe bis zur U13 in Melle gespielt. Ich weiß nicht, ob man kennt, vielleicht ist ein Club, Nava. Natürlich. Genau. Kennst und du? Bin Club dann, ja, ja. Hab dann bis zur 16 bei VfL Osnabrück gezockt. Na, da sehe ich. Bin dann nach Hannover 96 gewechselt. Da. Ich habe da 2 Jahre im Internat gelebt. Stark. Bin dann das zweite Jahr U19 wieder nach Osnabrück. Hab dann mein erstes Herrenjahr in Lotte gespielt. In der Regionalliga West, ja, habe ja, 25 ja. Spiele gemacht. Stark. Digga, Regio 25 Spiele, vierte Liga-Chat, der sehr was drauf. Wann war das? Vor 2 Jahren. Dann letztes Jahr bin ich in Lotte immer noch geblieben, habe dann Oberliga da gespielt. Auch dann abgestiegen mit Lotte, okay. Jetzt 25 Spiele. Stark. Und jetzt spiele ich nur noch in der Verbandsliga leider. Bist du wirklich 21? Ja. Boah. Ja, der war auch sehr gut. Auch sehr guter Spieler. Stark. Du bist 21 gerade, ja, ich bin 21. Und du hast Regionalliga-Westspiele gemacht. Ja, ja. Krass. Stark. Das ist schon ein sehr, sehr krasses Niveau, ne? Dankeschön. Schon sehr, sehr gut. Danke, Costa. Jetzt bin ich auf Giuliano gespannt. So, sorry. Rot-Weiß Essen, die ganze Zeit gezockt, alles stimmt und er spielt jetzt Oberliga, sage ich. Das ist, was ich gelogen habe, aber die Story stimmt zu 95%. Ich habe tatsächlich bei RWE gespielt, U19 auch, war in der ersten Mannschaft. Bin auch mit aufgestiegen in die dritte Liga. Dann gab es das Gespräch auch an meinem Geburtstag, ob ich bleibe oder nicht. 3 Jahre. Da hat mein Berater gesagt, so, nee, wir haben was anderes für dich. Ich habe mich lumpen lassen von ihm, sag ich mal so gut. Die Berater, die rasieren ja alle. Blixi World, danke für den Zap. Deswegen gebe ich an jedem jungen Spieler einen Tipp. Vertraut nicht eurer rechten Hand, sag ich mal so. Denn die kann ich im Schatten auch verlassen. Habt lieber jemanden, den ihr wirklich vertraut an eurer Hand und nicht, der euch mit euch rausgeht und sonst was und dann links liegen lässt. Wer hat dich... Ich hatte einen Berater. Dein Berater? Genau. Wie alt bist du? Du bist aber 20, ich bin 20, ne? Alles stimmt. Aber sehr starker Boah. Kicker, ja. Du hast, du hast bei Borussia Dortmund auch die Ausbildung? Genau, alles war richtig. Nur, dass ich bei Rot-Weiß Essen aktuell nicht spiele. Bin dann von Stuttgart 2 bis Hannover 2 und immer wurde mir gesagt, warum hat dein Berater dich hier angeboten? Eigentlich brauchen wir keinen Spielertyp wie dich. Hab dann letztes Jahr in der Oberliga 29 Scorer in der Oberliga, hat er gesagt? Spielertyp wie dich. Hab dann letztes Jahr in der Oberliga 29 Scorer auch gemacht. Bruder, der beste Spieler der Welt. Vorlagen 7 Tore. Dann kamen auch Regionalliga-Angebote. Aber das war nicht das, wo ich sage, das war ein unteres Mittelfeld, wo ich sage, okay, das lohnt sich jetzt dahin zu wechseln. Dann bin ich jetzt hier in Essen, bei Schwarz-Weiß Essen, Oberliga. Und immer noch ein Top-Team, aber auf jeden Fall vor... Bruder, ihr nennt mich jetzt sofort Fußball-Lexikon. Es ist genauso, wie ich es gesagt habe. Es ist alles wahr, nur dass er am Ende irgendwo in der Oberliga spielt. Und ich schwöre auf das Leben von Manfred und Diego, ich wusste hier gar nichts. Ich wusste nichts, wer wie was ist. Ich gehe feiern, aber liefer ab. Oh, der Mann bringt mir 29 Scorer. Wie viele bringst du mir in der Kreisliga B? Nicht 29. So schnell es geht auf jeden Fall hoch. Genau, habe jetzt auch einen neuen Berater, aber ja. Wo bist du denn jetzt aktuell? Bei Fußballverein? Ja. Schwarz-Weiß Essen, Oberliga. ETB. Schwarz-Weiß ETB, Schwarz-Weiß, genau richtig. ETB. Oberliga ist ja. Das? Da bist du jetzt aktuell. Ja. Du hast ein Jahr Vertrag da? Genau, ein Jahr jetzt bis zum Sommer. Könntest du dir auch vorstellen, ins Ausland zu wechseln? Ja.
Okay, alles klar. Stark. Sehr stark. Juliano, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich hätte da auch. Naja, ich schmück die Story gerade ein bisschen. Laut Transfermarkt labert er ein bisschen scheiße mit den Scoren, echt. Auf jeden Fall ein, zwei Ideen. Freunde, eine wirklich richtig coole Folge. Danke nochmal an meine Jury-Kollegen. Edi Dietrich, danke für 5 Naschis. Ich hoffe, euch auch. Danke. Es gibt rot-weiß Essen und schwarz-weiß Essen? Anscheinend schon. Quatscher, bei Fußball stehen 29. Ja, dann hat er 29. Mein Sohn war Lukas. Der kommt bei zu Delay, ich sag's dir.